was zuletzt geschah. Und werdet ihr eure Krüge in ihrem Namen erheben? Ich würde als erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Methalle in ihren Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Ihr Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den fernen Tagen grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden Einzelnen. Nach euch. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der Silbernen Hand in Rift herumschnüffelt. Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und seine Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Nie herkommen! Oh oh. Und das war es dann auch schon. Nur ein Knopf. Ist nicht das, was ihr wollt? Na Gott sei Dank, Leute. Ja, hallo Leute, und es geht weiter hier in dieser Festung und wir haben da gerade ein Gefecht mit Magiern gehabt und schauen da, ob es da noch Gegner gibt. Da wer drinnen. Also wir brauchen hier, glaube ich, gar nicht schleichen. Okay, das hätten wir. Wir haben oben den Raum klar gemacht. Da gab es ein paar Seelensteine. Und da kommen wir wieder raus. Ich durchsuche den Raum einmal, ganz einfach. Vielleicht ergibt sich da was. Ich habe da keine Ahnung. Wie gesagt, wir lassen uns auf Zauberer nicht mehr ein. Bis wir besser sind im Zaubern. Weil die hauen ja extrem rein, ja? Vielleicht ist da wer drinnen? Nö. Und da auch nichts. Feendahl. Was? Jetzt weiß ich, warum ich so schnell gestorben bin. Du hast mit dem blöden Stock, mit dem Zauberstock geschossen. Der macht nämlich Umgebungsschaden und nämlich Feuerschaden. Und wenn ich jetzt mit dir kämpfen gehe, kann ich gleich ein Feuerresistenzmittel trinken lassen. Und ihr seid auch nicht die Klügsten. Komm rein da, oder nicht? Ja, dann lass mich doch da raus. So, da schauen wir noch rein. Und das lassen wir gleich gar nicht zu. Die zwei Jungs bleiben uns erhalten da. Ah, die Selma und Louise, leider, sind keine Jungs. Blödsinn, leider. Natürlich ist es gut, wenn Frauen mit uns unterwegs sind. Ne? Wir sind ein Drei-Mädel-Haus mit einem Feendahl, mit unserem schwulen Elfen.
Ich glaub's nicht, ich lass mich doch da raus. Und da ist auch nichts drin. Kein Geheimnis, kein gar nichts, ja. Ich frag mich ja, wozu die da in dieser Festung waren. Jetzt wäre auch noch interessant zu erfahren, haben die Sturmmäntel angegriffen oder war das eine Festung der Sturmmäntel und ja, die Zauberer haben das einfach überrannt. So, da sah so aus. Den habe ich noch gar nicht durchsucht. Aha, den Ortrank ist cool und geringen Veränderung. Stiefel brauchen wir nicht, Eisendolch kommt gut und passt schon. Da waren einige Seelensteine und ein paar Bücher und sonst eigentlich nichts da. Ja? Ja, wir springen da jetzt gleich einmal raus und speichern dann ab. Oder speichern wir vorerst ab. Komm her, gespeichert und schauen wir, dass wir da rauskommen. Wir brauchen bessere Zauber. Unbedingt. Also, wie gesagt, in Zukunft keine Zauber mehr. Und hier scheint alles klar zu sein. Ja, wie gehabt, wir verbleiben jetzt einmal so. Wir werden da wieder durch die Gegend laufen und sobald sich was ergibt auf dem Weg zum nächsten Quest, werde ich es einschalten. Drum springen wir jetzt. So, und? Nach Weißlauf. Und Leute, ja, wir verkaufen und kaufen und suchen uns und alles Mögliche. Und alles, wenn ich eine Schwert. Oh, etwas hiervon, was davon. Ich wollte euch nur zeigen, was wir da jetzt machen. Wir suchen da einiges an Waffen und so weiter und das habe ich jetzt 2 Wochen lang getan, also eigentlich 4 Sitzungen lang, weil ja das Hardware-Breakdown mich dazu gezwungen hat, einfach untätig rumzusitzen und das konnte ich nicht. Wir haben da einiges gefunden und ich habe unserem Elfen eine bessere Rüstung gegeben und uns selbst auch. Ich habe jetzt eine Nullcaster, ja, Wiederherstellungsrüstung und eine Zerstörungs-Nullcaster-Rüstung. Was auch immer das heißt, Leute, das werde ich euch schlussendlich nach Ende dieses Quests auch noch beschreiben, aber vorerst, ja, werden wir da jetzt ein wenig was verkaufen. Zaubertränke, ein wenig. Was brauchen wir? Was ist da jetzt los? Feuerresistenz 6, Pipapo 9, 6, 7, also hier. Ja, egal, wir brauchen nicht so viel. Wir nehmen 2 weg. Ja, schenke dir. Und? Bitte komm. Dann zeige ich euch auch das. Ich habe mir eine Ork-Rüstung, ja, also zumindest den Helm und die Rüstung selbst verpasst und unserem Elfen eine vollwertige Ebenerz-Rüstung und mir auch, ja, wir schauen da gleich mal rein, Ebenerz, jawohl, und das haut auch hin, also Zwillinge unterwegs und wir haben auch alles Mögliche. Ja, du Quatsch wieder da rein. Alles Mögliche an Zauberbüchern gekauft. Wir sind mit dem Kutscher durch die Gegend gefahren, haben die Händler abgeklappert, haben Alchemie gelevelt und verzaubert und entzaubert und ja, toten Teufel. Er schaut ein wenig klobig aus, finde ich, ja? Da. Egal, aber für sie, ja, sie. Sie kommt da recht gut rüber. Ja, genau. Ja, das. Gegrüßt, Stammesgenosse. Ja, und wir haben da, wie gesagt, wir machen ein In-Between-Video nach dem Quest und dann schauen wir weiter. Also wir haben ja das letzte Mal gesagt, ja, wir sind da echt unterlevelt und ein 2-Schuss-Target gewesen. 2x von den Magiern getroffen und wir sind schon tot gewesen. Und
das werden wir jetzt ändern. Na gut, so episch wie ich mir das gedacht habe, kam das jetzt nicht drüber, aber wir springen dann gleich einmal. Im Namen des Jahr, keine Bewegung. Habe ich da jetzt was gestohlen oder was? Ja, bah, ich bin der Tane Pipapo. Oh, vergib mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Alles klar. Gut. Was Einfluss alles ausmacht. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht in Flusswald zu sein. Die armen Leute da haben nicht einmal eine Mauer. Ja, sollen wir jetzt kurz mal nach Flusswald laufen? Ich schau mal, was ich da jetzt da drauf habe, ne? Auf den Tremorfürst. Ah ja, Zaubern. Also wir haben den die Eisadronachen, den Tremorfürst und den Blitzadronachen und Pipapo und alles mögliche erlernt. Das haut uns ja recht rein in der Magica, aber keine Sorge. Wir sind da wohlends gerüstet. Ihr seht da Zaubertrank, Pipapo und Tod und Teufel. Finde ich ja extrem cool. Weil das jetzt mit... Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Ja, lass mich doch in Ruhe. Ich wollte jetzt einmal schauen, wo jetzt meine Shortcuts sind, weil die habe ich ja immer wieder. Ja, Wunden schließen, genau, das haut hin. Und wir Tremorfürst, genau. Dann reisen genau, wir doch gleich einmal nach Flusswald, wenn der schon so den Mund aufreißt. Und schon sind wir hier. Ich nehme an, also ich bin da jetzt durch die Gegend gereist, ohne Ende, mit dem Kutscher, und wir sind da immer auf Drachen gestoßen, und grundsätzlich haben wir die ja von den Wachen und ja, was da herumgelaufen ist, beseitigen lassen. Wir haben uns ganz selten eingemischt. In Moortal war es notwendig, und ja, ich denke, so, da könnten wir gleich einmal was kaufen. Eigentlich müsste da jetzt ein Drache spawnen irgendwo. Aber da geht nur wer. Und was wir immer wieder machen können, ja, wir sind ja der Freund von diesem Schmied. Ein Drache, ja, hurra. Und wir nehmen das gleich einmal mit. Die Drachen sind echt lästig. Vielen Dank. Ich bin direkt hinter euch. Du wartest hier. Geht jetzt nur. Okay. Und was ihr nie tun dürft, ja, wenn der... Ja, wo ist denn der Drache? Ich werde mal das Schild ausrüsten. Wir haben da ja einiges an Sachen verzaubert. Ja, ich habe das Schild. Wo ist er? Da ist er. Ja, wir werden mal versuchen, mit dem Drachen zu reden, ne? Ob der... ja, komm her. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Wo bist denn du? Das ist nämlich ein alter Drache, und die alten Drachen sind nämlich extrem heftig drauf. Die haben ja den höchsten Wert. Mittlerweile sind wir ja schon auf Stufe Ende nie. Also, alter Drache, komm. Ja, also, ich will ja mit dir nur quatschen. Komm her mal. Ja, da bist du. Sieg oder Sovngarde. Ja. Ja, der will ja mit uns gar nicht reden. Der ist ja wirklich ein Feißling. Ja, was soll ich sagen? Das ist sogar ein Eisdrache, ne? Ja, und er fliegt dort durch die Gegend, blöd, ja. Ja, es ist wirklich lästig. Und das war jetzt sicher Feendal. Ja, der Kasperl, du, verschwind nach Haus. Ich kann dann nämlich nichts mehr sagen. Ja, haha. Ja, wir machen das anders. Also, der Drache will mit uns nicht reden. Dann
machen wir das ganz anders. Ja. Mark kriegt Zerstörung. Und was haben wir da? Ja, es ist ja ganz Feueratem, Feuerball. Okay. Du Kasperl, komm runter. Wo ist er? So. Die sind nämlich normalerweise extrem heftig drauf, weil die so viel Gesundheitspunkte haben. Und du geh mir da aus dem Weg. Ja, da ist ja. Entschuldigen Leute, also die Aufregung hat mich da hingerafft. Wir werden da, ich habe da glaube ich die falsche Rüstung ausgerüstet, weil ja pipapo, Wiederherstellung pipapo, egal, ja, wir werden die mal anziehen. Makrek Wiederherstellung, ja, Makrek Wiederherstellung, ja, und Makrek Zerstörung, Makrek Einhand, ja, genau. Und dann werden wir noch, was werden wir, da hat er nicht mehr viel Energie, der Drache, dann nehmen wir, Blödsinn, wir machen das einfach so, Blitz, Magier, Feuer, Frost und Lähmen, Gesundheit. Und dann drauf los. Was das jetzt? Ah, um Gottes Willen. Ich ergebe mich. Wer gewinnt? Blödsinn. Ihr habt keine Angst? Nein, bei den Göttern. Das darf nicht wahr sein. Ihr mischt doch Getränke zusammen, oder? Ja, machen wir. Wenn ich dein Met braun. Unser Schmied ist gestorben. Das kann ja nicht sein. Vielleicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wer bist denn du? Ah, Dorte. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Ja, das frage ich mich ja auch. Also ja, das war ein Kollateral. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Ja, und es wird finster da, ja. Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Ja, wie auch immer. Gut, also die alten Drachen sind wirklich lästig. Die lassen mit sich auch nicht reden. Und ja, pipapo. Und den Schuppenhelm, ja, den kannst du kalten. gut, Leute, das war jetzt wieder mal ein Drachenkampf. Und ich habe gedacht, ich könnte den wirklich mit ja, Einhandwaffen beseitigen. Aber irgendwie haut das da permanent nicht hin. Wir werden uns dann wiedersehen, da im Vor, also in dieser, ja, wo waren wir da, Karte, ja. Da, bei Amol, und dann machen wir weiter, und dann müssen wir daher, ja. Also das wird noch ein heftiger Weg, nehme ich an. Und ich habe mir auch gesagt, wir werden da die ersten Fußmärsche einfach auch auf Video bannen, ganz einfach, ja. Da gibt es dann kein Wenn und Aber, ja, du hast ja gespeichert und dann bist nicht gestorben und was weiß ich. Nein, das werden wir nicht machen. Gut, also unser Schmied ist tot. Bin neugierig, was da jetzt auf uns zukommt, ja. Hätten wir auch anders machen können, aber wie gesagt, ich habe mit dem Drachen reden wollen, aber der, der wollte einfach nicht. Ja, ein Drachenkampf der anderen Art und Feendal. Wo ist ein Feendal? Sag bloß, der ist auch tot. Den habe ich ja daher geschickt, dass er da stehen bleibt. Wir suchen jetzt noch schnell Feendal, Leute. Das kann ja nicht sein, dass der jetzt auch dahin ist.
Leute. Ah, da steht er ja. Mein Gott, bin ich blöd. Okay, Leute, das war ja das. Das hat ja müssen sein. Einfach, ja. Mitternacht Gameplay, ja. Und nach einer Flasche Wodka. Aber da sieht er Feental und ich verabschieden uns jetzt und wünschen euch noch eine angenehme Nacht. Und ihr seht ja, die alten Drachen sind echt heftig drauf. Und ja. Alvor, alter Kämpfer. Du hättest dich nicht einmischen sollen. Wünsche euch noch viel Spaß, euer Zozo. Ciao.